Am Freitag haben die Aktienmärkte die Inflationsdaten, die ja nicht gerade von Pappe waren, noch lässig abgeschüttelt, hätte schlimmer kommen können. Bums, man ist dann nach oben gelaufen. Heute ist das ein bisschen anders. Und das hat auch wieder mit der Inflation zu tun, warum will ich Ihnen gleich hier zeigen. Aber wichtiger noch fast ist, dass wir endlich einen neuen Blasenindex haben. Einen Index, der Modeaktien umfasst, der sozusagen wahrscheinlich Ausdruck einer inflationären Entwicklung ist, die allerdings schon in einem späten Stadium ist an den Aktienmärkten, doch eins nach dem anderen. Der Fernsehsender CNBC hat den sogenannten Generation 50 Index kreiert. 50, weil 50 Aktien drin sind, die sind übrigens gleichgewichtet, also jede Aktie zählt gleich viel, hat also dieselbe Marktgewichtung. Das ist anders als bei den normalen Indizes, mit Ausnahme des Dow Jones, der ja preisgewichtet ist. Eine Aktie, die 100 Dollar kostet, hat eine doppelte Marktgewichtung wie eine Aktie, die nur 50 Dollar kostet. Aber im S&P 500, im Nasdaq, im Russell, da sind eben Aktien wie eine Apple, wie eine Microsoft natürlich besonders schwer gewichtet. Hier ist das anders und dieser Index, so sagte CNBC, das ist ein Index für jüngere Leute, für jüngere Investoren. Das ist eben dieser Index, der 50 gleichgewichtete Aktien umfasst und der vor allem ja, die Leute interessiert, die Millennials sind, die von der Generation Z stammen oder aus der Generation Z stammen. Also das sind Leute, die Digital Natives sind, das sind Leute, die mit Internet schon aufgewachsen sind, die nichts anderes mehr kennen und die interessieren sich ja für bestimmte Werte und wir wollen uns gleich mal anschauen, was für Werte das sind, aber zunächst nochmal Mohamed El Erian zu Wort kommen lassen, der hat heute gesagt, unterschätzt nicht, wie hoch die Märkte gepusht werden können, solange die Fed hinter uns ist und die Fed, die pumpt ja nach wie vor Geld in die Märkte. Es dürfte absehbar weniger werden durch das sogenannte Tapering, also durch die Reduktion der Anleihekäufe, aber noch wird eben Geld in die Märkte gepumpt. Und er sagt, wenn die Fed dann aufhört, Geld zu pumpen in die Märkte, dann kommt der große Test. Oder beginnt dieser große Test jetzt schon? Das ist eben die große Frage. Aber schauen wir uns mal diesen Index gleich mal an, den Lance Roberts heute analysiert hat. Und der hat gezeigt, also es ist wohl kein Zufall, dass der jetzt kommt, nach all dem Helikoptergeld, das die Leute bekommen haben und jetzt mit den Trading-Apps, Robinhood etc., da braucht es neue Instrumente, braucht es neue Indizes. Also das ist wahrscheinlich jetzt eine logische Folgeentwicklung, dass diese Modeaktien, die jetzt gut gelaufen sind lange Zeit, jetzt in letzter Zeit aber doch ein bisschen Schwierigkeiten haben, dass all diese Aktien in diesem Index sind. Und schauen wir uns mal an, was alles Schönes dabei ist. Eine Tesla, wie kann es anders sein? Eine Netflix, ganz klar. Eine Lucid, also dieser Elektroautobauer. Eine Apple, Schwergewicht, aber eben gleichgewichtet wie alle anderen in diesem Index. Eine Alphabet, eine Amazon, eine Virgin Galactic. Das ist ja auch so ein Raumfahrtunternehmen der besonderen Natur. Coinbase, diese Kryptobörse. Wir haben Palantir, Roblox. All das spricht jüngere Leute an, all das regt die Fantasie an und gucken wir nochmal den Rest der Tabelle. GameStop, jenes hochprofitable Unternehmen, das ja eines der aussichtsreichsten Unternehmen der Welt ist sicherlich. Dann Tilray, Cannabis, wir haben Uber, Lyft, all diese Geschichten, Teladoc, Zoom, Airbnb. Und wie sie alle heißen, also das ist sozusagen etwas, was eine bestimmte Generation anspricht, eben diese Generation Z oder die Millennials, die eben solche Werte, eine Verbindung haben zu solchen Werten, die sich darunter etwas vorstellen können, die davon ausgehen, dass solche Werte eben auch die Zukunft repräsentieren. Aber schauen wir mal heute, was passiert ist. Ja, was ist denn da los? Eine Tesla 5% im Minus. Eine GameStop 12% im Minus, eine AMC Entertainment, diese Meme-Stocks also sogar 16% im Minus. Also letztendlich Liquiditätsassets, die entweder hoch bewertet sind, Tesla nur ein bisschen hoch. Also kann man drüber streiten. Ja, manche sagen, die ist günstig, die steigt auf 3.000 Dollar. Ne? Cassie Wood, meine zweitbeste Freundin, oder Frank Thelen, der sagt, also das wird die wertvollste Firma der Welt. Und da hat der Mann natürlich recht, aber GameStop wird noch wertvoller und AMC noch wertvoller. Es ist eine Frage, die sich dann noch klären wird, aber das sind auf jeden Fall alles Zukunftsunternehmen der besonderen Güte
Und all das jetzt mit Tesla, dass das heute 5% nach unten geht, obwohl Elon Musk heute zum Man of the Year, zur Person of the Year ernannt wurde vom Time Magazine. Damals 1999, kurz vor dem Hochpunkt der Aktienmärkte, war es Jeff Bezos, der allerdings ja nach wie vor eine gewichtige Rolle spielt und mit Amazon natürlich ein extrem erfolgreiches Unternehmen hat. Mal schauen, ob Elon Musk nochmal in die engere Auswahl kommt oder ob das der Höhepunkt war, den der gute Elon erlebt hat. Denn wir sehen auf der anderen Seite, dass die Märkte offenkundig schon irgendwie einen monetären Klimawandel einpreisen, könnte man sagen, denn es sind die unprofitablen Tech-Unternehmen. Da hat der Goldman Sachs auch einen Index drüber, ein Non-Profitable Tech Basket. Und die haben den S&P 500 24% underperformed. Das ist bisher die größte Underperformance gegenüber dem Leitindex S&P. Seit der Corona-Krise, also da ging es schon ein bisschen bergab. Warum sind unprofitable Tech-Firmen besonders betroffen von diesem monetären Klimawandel? Weil sie eben letztendlich von der Hoffnung leben, für ihr Wachstum sehr viel Investition und Geld brauchen, also praktisch Investoren brauchen, die bereit sind, an diese Zukunft zu glauben und viel Geld haben. Und das Geld muss dabei locker sitzen. Mithin muss also die Liquidität durch die Notenbanken sprudeln. Dann sind die Leute auch bereit, eben hier rein zu investieren. Ich persönlich als Chefredakteur von Finanzmarktwelt, ich hatte das schon mal gesagt, aber es ist wirklich erstaunlich. Ich kriege jeden Tag bestimmt 7, 8, 9 Mails, Kooperationsangebote. Willst du hier nicht für diese Fintech-App etc. etc.? Wenn ihr versucht, da Leute reinzuwerben, gibt es 5 Euro pro jemand, der sich eine solche App downloadet. Wie gesagt, da spielt Profitabilität erstmal gar keine Rolle. Das sind allesamt Unternehmen oder Startups, die unprofitabel sind, wo Venture Capital erstmal reingegangen ist und davon, so ist die Hoffnung, werden sich 1, 2, 3, 4, 5 durchsetzen. Der Rest wird scheitern, aber möglicherweise scheitern so ziemlich alle. Man weiß es nicht, weil eben jetzt dieser monetäre Klimawandel zuschlagen könnte. Und gucken wir heute mal auf die Märkte. Hat ja wieder gut angefangen. Wir haben in Asien freundliche Kurse gesehen, Stimulushoffnungen in China. Das hat die US-Futures nach oben gebracht. Dann geht die ganze Geschichte so weiter. Aber dann mit Handelsbeginn an der Wall Street wurde es ein bisschen schwächer und dann besonders schwach, als die New York Fed ihre Inflation Expectations kommuniziert hat. Also die macht ja eine Umfrage unter den Amerikanern. Was erwartet ihr für Inflation kürzerfristig und mittelfristig? Und die kurzfristigen Inflationserwartungen sind auf ein neues Hoch gestiegen von 6,0%. Da wird so ziemlich alles jetzt erwartet an Preissteigerungen von Gold über Mieten, vom College-Besuch über Essen, all das wird deutlich teurer, so glauben die Amerikaner. Und das hat die Märkte dann so ein bisschen wieder ernüchtert, denn das bedeutet, dass die Fed möglicherweise doch schneller auf die Bremse treten muss, was die Märkte ja bisher nicht so wirklich glauben wollen, dass das nötig sein könnte. Aber andere Märkte, eben die Zinsmärkte, preisen das schon längst ein. Wir sehen, dass die Erwartungen für eine erste Zinsanhebung jetzt bereits im März immer weiter nach oben schießen. Die Chance wird jetzt gesehen bei über 40% inzwischen. Und März ist ja eigentlich das Datum, das man verbinden kann mit dem Ende des Taperings durch die Fed. Selbst wenn die Fed jetzt eben am Mittwoch sagt, ja okay, wir werden 30 Milliarden Dollar pro Monat reduzieren, dann wäre man Ende März 2020 fertig mit dem Tapering, würde also keine Liquidität mehr den Märkten zuführen. Und der März 2020 würde also bedeuten, dass sie nicht nur das Tapering schon abgeschlossen haben, sondern dann sofort auch die Zinsen anheben. So sagen es die Zinsmärkte. Die Inflationsentwicklung interessanterweise in den USA, hier ist es ja so, dass 80% ist Service, also Dienstleistung in den USA, 20% ist Manufacturing. Und die große Inflation haben wir vor allem im Bereich Manufacturing, also bei den Herstellern, bei den Güterproduzenten, bei denen, die wirklich Waren produzieren. Bislang ist die Dienstleistungsinflation noch einigermaßen auf dem Teppich, könnte man sagen. Aber es ist eben so, dass letztendlich die Profitmarge deutlich schlechter werden dürfte, denn die Kosten für die Unternehmen sind deutlich gestiegen. Also müssen sie die Preise anheben. In Deutschland hat IFO ja ermittelt, dass eine deutliche Mehrheit der Unternehmen die Preise anheben will und wird. Und das dürfte vielerorts schon am 01.01.2022 passieren. Da können wir uns schon richtig drauf freuen. Jetzt Bank of America,
auch ein bisschen umgeschwenkt, so in das hawkische Lager. Also wir erwarten, dass das Tapering dann im März beendet ist und Juni dann die erste Zinsanhebung kommt. Insgesamt erwartet man dann Zinsanhebungen von 2 oder bis auf 2 bis 2,25%. So sagt es die Bank of America. Und sie sagt auch, ja, also die Geschichte zeigt, dass die Märkte doch solche Zinsanhebungsphasen gut überstehen können, wenn sie well choreographed sind, also wenn sie schön und gut choreografiert sind, orchestriert sind, könnte man sagen. Aber das Risiko ist, so sagt die Bank of America, dass die Fed zu schnell die Zinsen anhebt, weil sie zu lange gewartet hat. Und genau das ist ja der Fall. Die Fed hätte viel früher schon, als das Zeitfenster noch günstig war, etwa im Sommer, als die Inflation schon hoch war, Corona kein Problem war, der Arbeitsmarkt sich deutlich erholt hat, schon signalisieren können, Leute, es wird jetzt langsamer Zeit, dass wir aussteigen. Stattdessen hat man gesagt, Inflation transitory wird bald wieder vorbei gehen und plötzlich dann dieser Umfaller von Jerome Powell mit der Neunominierung durch Joe Biden. Und jetzt hat man also Zeit verloren, hat versäumt zu bremsen, und wer lange nicht bremst, muss dann, wenn das Hindernis auftaucht, sofort und voll in die Eisen gehen. Und genau das ist jetzt das Problem, das wahrscheinlich für die Aktienmärkte ein richtiges Thema werden kann, denn ein Blick in die Geschichte zeigt, und das ist wirklich sehr, sehr aufschlussreich, dass die Aktienmärkte dann gut performen, wenn die Fed die Zinsen anhebt, in einem Zustand, wo die Inflation noch nicht so hoch ist. Wenn allerdings die Inflation über 3% ist und die Fed dann beginnt, die Zinsen anzuheben, dann fallen die Aktienmärkte in den USA durchschnittlich 7,5% in den nächsten 4 Monaten. Dagegen, wenn es so ist, dass die Fed ganz langsam die Zinsen anheben kann, weil die Inflation eben niedrig ist, dann performen die Aktienmärkte deutlich besser. Und das ist nach meiner Auffassung das Risiko jetzt für die Aktienmärkte, dass eben die Fed zu lange gewartet hat, dann sehr stark auf die Bremse treten muss, was die Aktienmärkte noch nicht so richtig glauben. Wir werden sehen, ob es so kommt, aber das Risiko besteht. Und so hat eben Mr. Dudley, der Ex-Chef der New Yorker Fed, ja kürzlich gesagt, in der letzten Woche gesagt, ja, die Märkte unterschätzen den Willen und die Entschlossenheit der US-Notenbank, jetzt richtig auf die Bremse zu treten, jenseits des Taperings, also jenseits der Reduzierung der Anleihekäufe. Da kommt noch viel mehr, sagt er. Das haben die Märkte noch nicht so richtig eingepreist. Und jetzt sehen wir zum Beispiel an diesen Zinsmärkten, die ich vorhin schon ins Spiel gebracht hatte, dass der Markt davon ausgeht, dass die Fed die Zinsen anhebt, aber dann auch wieder senken muss, weil die Wirtschaft eben sich abschwächt, wahrscheinlich sowieso schon wir den Hochpunkt der Wirtschaftsentwicklung überschritten haben und jetzt die Fed sozusagen die Zinsen anhebt in eine latent sich abschwächende Wirtschaft, die also den Erholungshochpunkt schon im Mindesten hinter sich hat. Und heute hat Kevin Warsh, ehemaliges Fed-Mitglied, der war, glaube ich, von 2006 bis 2018 Mitglied der Fed, der hat gesagt, ja, Inflation ist a choice, für die vor allem die Fed verantwortlich ist. Und es ist eben das große Problem und das große Risiko, wenn die Geldpolitiker erstmal ignorieren, dass es diese Inflation gibt und dann, wenn sie feststellen, oh, die ist da, dann auf die falschen Ursachen zurückführen. Und bisher habe ich von Jerome Powell noch nicht gehört, dass diese Inflation mit der massiven Geldvermehrung der US-Notenbank zu tun hätte. Es ist sicherlich nicht der einzige Grund, aber wir haben eben eine massive Geldvermehrung, die dann plötzlich nach diesem Ende des Lockdowns auf massive Nachfrage trifft, weil eben die Leute lange nicht konsumiert haben oder wenig konsumiert haben. Dann Nachholbedarf entsteht, auf der anderen Seite die Lieferketten aber gestört sind, weil wir eine gewisse Ungleichzeitigkeit der Lockdowns haben. Teilweise waren wir aus dem Lockdown raus, dann kamen die Asiaten wieder rein etc. Und dadurch funktioniert das nicht so, dass mehr Nachfrage da ist. Bei zu wenig Angebot, Materialmangel ist die Folge, aber eben vor allem auch steigende Preise, und das hat die Fed zu lange schlichtweg ignoriert. Kommen wir jetzt zu jemand, der Inflation auch ignoriert, und das ist Recep Erdogan. Heute neues Allzeittief der türkischen Lira. Die Dollar-Lira ist über 14 gestiegen, also die türkische Lira, die noch im Februar diesen Jahres etwa bei 7 war, Dollar-Lira war bei 7, jetzt sind wir bei 14, das heißt, die türkische Lira hat zum Dollar innerhalb von etwa 10 Monaten die Hälfte ihrer Kaufkraft verloren. Das ist im Währungsbereich schon ein Riesending. Stellen wir uns mal vor, der Euro hätte zum Dollar
in 10 Monaten die Hälfte seiner Kaufkraft verloren. Was hier dann los wäre? Die türkische Nationalbank hat dann wieder versucht zu intervenieren, hat also versucht, die Lira zu kaufen und dafür Dollarreserven eingesetzt, aber bald hat sie keine mehr. Das heißt, sie ist langsam am Ende ihres Lateins. Am Donnerstag die Entscheidung der türkischen Notenbank, ob da nochmal die Zinsen gesenkt werden, was Erdogan ja will. Und gute Nachricht in Sachen Blase auch aus Deutschland. Die Sparkassen wollen sogar über das Girokonto offenkundig jetzt ermöglichen, dass man Kryptowährungen handeln kann. Eine großartige Nachricht, Kryptowährungen sind nach meiner Auffassung auch ein Liquiditätsasset, das durchaus von diesem monetären Klimawandel betroffen sein wird. Die Flut hebt alle Boote und wenn die Flut dann weggeht, dann ist es mit den Booten vielleicht nicht mehr so, naja, wie soll man sagen, die sind dann nicht mehr so fahrtüchtig. Jedenfalls sehen wir, dass Bitcoin ja durchaus schon unter Druck gekommen ist und zwar ziemlich zeitgleich unter Druck gekommen ist, als Jerome Powell diese hawkische Wende vollzogen hat, als er gesagt hat, Inflation nix transitory, Inflation jetzt oberstes Ziel oder oberste Priorität dessen, was man bekämpfen muss. Und Inflation, auch hier das Thema. Hier sehen wir, dass die deutschen Strompreise jetzt das erste Mal über 200 Euro pro Megawattstunde gestiegen sind. Wir sehen ja auf breitester Front hier die Energiepreise weiter steigen. Gaslieferanten stellen ihren Dienst ein, sagen, wir können nicht mehr. Die Kunden kommen dann an die Grundversorger wie E.ON wieder zurück. Und was war einer der zentralen Treiber dieses Preissprungs? Unsere liebe neue Außenministerfrau Baerbock, die gesagt hat, ja, also Nord Stream 2, so können wir das nicht genehmigen. Und das verschärft natürlich die Unsicherheit am Markt. Ohnehin die Gasspeicher viel zu wenig gefüllt für die Jahreszeit. Jetzt muss man beten und hoffen, dass das Wetter nicht allzu kalt wird. Jedenfalls hat mein Kollege hier einen sehr eindrücklichen Artikel darüber geschrieben, was da eigentlich abläuft, werde ich ihn unter dem Video verlinken. Man steigt aus der Kohle aus, man schaltet die Atomkraftwerke ab und sagt jetzt noch seinem Gaslieferanten, also ob wir deine Pipeline genehmigen, das schauen wir mal. Das ist eine gewisse Position der Selbstsicherheit. Die muss man erstmal haben, gell? Es ist offenkundig so, dass man sich da sehr sicher wähnt, aber vielleicht sollten wir uns nicht allzu sicher wähnen, was Stromversorgung und die Heizung betrifft. Das könnte nochmal bös enden. Werde ich Ihnen unter dem Video verlinken, meine Damen und Herren. Wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.